Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezensionsvideo. Heute geht es um das Buch Brief Flucht nach Sequoia von Sarah Crossan. Es ist im deutschen Taschenbuchverlag, kurz DTV, erschienen und hat ca. 348 Seiten, kostet neu 8,99 Euro. Eine Welt ohne Sauerstoff und einer Glaskuppel für die Organisation Brief, ein diktatorisches Regime. Quinn hat die Seiten gewechselt und ist zu den Rebellen übergelaufen. Die kämpfen in Sequoia für eine völlig neue Welt und dabei ist ihnen jedes Mittel recht. Als Quinn erkennt, was die Rebellen wirklich vorhaben, schwebt seine große Liebe Bea in höchster Gefahr und nur er kann sie retten. Sarah Crossan hat hier wirklich ein sehr schönes Buch geschrieben mit sehr sympathischen Protagonisten, sowohl weibliche auch als männliche, die sehr überzeugend sind. Abwechselnd wird die Geschichte durch die Hauptprotagonisten erzählt, genauso auch wie im ersten Teil, mit ihrem leichten und flüssigen Schreibstil, aber dennoch niveauvoll und ansprechend, schafft die Autorin eine Welt, in die man mitgerissen wird. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, es wurde auf jeden Fall nicht langweilig und man wurde immer wieder zum Weiterlesen verleitet, weil man unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und wie es dann endet, ob sie alles schaffen. Nur fand ich leider das Ende ein bisschen, dass es ein bisschen zu schnell vorbei war. Ein paar Seiten schöner, ein paar Seiten mehr wären eigentlich schöner gewesen. So. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Buch sonst wirklich sehr gut.